Heute gibt es was für eure nächste Party. Wir machen ein richtig leckeres Fingerfood. Wir machen Aubergine-Sandwiches. Das machen wir allerdings ganz ohne Brot, denn frittierte Auberginen werden unsere Band sein. Wir haben leckeren Provolone, italienischen Kochschinken dabei. Lasst euch einfach überraschen, wie einfach ihr zu diesen geilen Leckerbissen kommt. Es wird richtig gut. Ich würde einfach sagen, ich fange jetzt an und höre auf zu schnacken, damit ihr dann schneller ans Essen kommt. Wir fangen an mit den Eiern. Ich habe hier 4 Stück. Versuche sie jetzt gefühlvoll aufzuschlagen, so wie hier ich das gerade vorgeführt habe. Und rein damit in diesen wunderschönen Teller. Wir salzen und pfeffern auch noch dementsprechend. Als nächstes nehmen wir die vorgewaschenen Auberginen und schneiden sie hier in runde Kreise. Einmal den spitzen Pinöppel einmal kurz wegnehmen und dann macht ihr in etwa so, ja, so 1 Zentimeter dicke Scheiben. Denn das werden nachher unsere Buns. So, ich schneide mal so ein bisschen hier dran rum und dann bitte ich für euch, Kameramann Luigi, ein bisschen näher zu kommen, damit ihr diese Dicke auch richtig nachfühlen könnt. Guck, komm mal her hier, komm mal. Kommst du hier bei die Auberginen. So, die sammeln wir jetzt hier mal so ein bisschen. Zack. Ich mache da auch schon nur so ein bisschen Salz dran. Also einige lassen es dann so ein bisschen länger ziehen, damit sie so ein bisschen Flüssigkeit noch verlieren. Zum Paniermehl packe ich noch so ein bisschen frische Petersilie, damit das Ganze auch noch so ein bisschen Kraut bekommt. Wir nennen es einfach auch italienisch panieren. So machen das nämlich meine Großeltern auch immer. Und so habe ich das dann auch übernommen, ne, Luigi? Man macht ja Dinge, die man als gut empfindet. Die adaptiert man dann auch irgendwann für sich. Ich habe jetzt schon mal angefangen, so ein paar zu panieren. Habe dazu eine klassische Panierstraße. Ich habe verquirlte Eier, ich habe Mehl und das Paniermehl. Das Ganze beginnt dann wie folgt. Ihr haut die Dinge einmal durch das Mehl. Dann geht es rein in die verquirlten Eier. Einmal wenden, bitte. Dann in dieses Paniermehl und dann kommt ihr da mit so einem schönen Teil raus. Ihr könnt das Ganze auch doppelt panieren, dann hält das ein bisschen besser. Die Kruste ist dann auch ein bisschen dicker, kostet aber auch ein bisschen mehr Zeit, weil eine einfache Panierung in der Regel eigentlich auch ausreicht. Mache ich das jetzt auch so. Falls ihr wissen wollt, ist das Öl heiß genug, Holzkochlöffel reinhalten und wir sehen, es blubbert hoch. Komm mal her, siehst du die Bläschen? Ich hoffe, ihr seht sie. Bedeutet, alles ist warm genug, wir können die ersten kleinen Scheißer reinschmeißen. So. Hui. Das ist ein spritziges Unterfangen hier, hä? Boah. Jetzt haben wir die Dinger einmal gewendet. Ich könnte den Provolone schon mal schneiden, dann kommen wir so ein bisschen voran hier, ne? Die Dinger brauchen ja noch ein bisschen, ich habe hier auch noch ein paar. Das schiebe ich dann jetzt ein bisschen nach vorne, denn ihr erahnt schon, es hat eine runde Form. Deswegen auch hier diesen runden Provolone am Stück. Und hier schneide ich jetzt schon mal richtig gute Scheiben raus. So, in der Zwischenzeit können wir die ersten Buns, Auberginen-Buns, rausnehmen. Tropfen sie hier oder lassen sie hier schon mal so ein bisschen abtropfen. Und was macht man, wenn man da die Zeit jetzt ganz effektiv nutzen will? Die ersten sind schon so ein bisschen abgekühlt. Sehr schön goldig. Und die fangen wir an zu belegen. Wir haben hier diesen leckeren italienischen Schinken. Da könnt ihr euch einfach immer so ein bisschen was runterschreiben, runterreißen, dass ihr eure Scheibe halt einfach schön belegt kriegt. So, und dann guckt ihr, dass halt ein schöner Provolone-Anteil drauf ist. So, zack, rauf da. Guckt mal immer, dass ihr so in etwa zusammengehörige Schnitte bekommt, damit ihr dann nachher halt einfach so einen Bun habt,
das halt einfach passt, wo nicht das untere Teil deutlich größer als das obere ist. Dann hol dir noch einen Zahnstocher, den ich jetzt kurz suche und gefunden habe. Tada! Damit das Ganze nämlich hält und dann im Backofen nicht auseinander splittet, reißt, schiebt es einfach durch. Und es ist auch nachher fürs Anrichten gut. Also ihr könnt die Dinger einfach so wirklich als Fingerfood nachher da so rein oder beigeben. Irgendwo könnt die Dinger sogar noch höher stapeln, also je nachdem wie ihr wollt. Ich mache halt einfach immer nur so eine Lage mit, dann gibt es halt auch echt ein bisschen viel, weil das ist auch schon so ein kleiner massiver Brocken. Und dann könnt ihr gleich schon mal auf dem Backblech anrichten. Falls ihr euch übrigens gerade gefragt habt oder die ganze Zeit schon fragt, wieso nimmt der Junge eigentlich da ein Provolone für? Es gibt zwei Gründe, zwei sehr gute Gründe, wie ich finde. Der eine ist, der Provolone hat eigentlich echt ziemlich viel Fett und schmilzt dadurch einfach gleich sehr gut beim Backen. Und der zweite, den ich persönlich immer viel wichtiger finde, er schmeckt beim Schnecken einfach mega geil. Nebenher, neben dem Kochen und aus diesen beiden Gründen den Provolone hierfür. Tada! Diese kleinen leckeren Teilchen, die kommen jetzt in den Backofen, kriegen eine schöne Grillung und dann kann der Provolone sich richtig schmantig darüber legen. So, so müssen die Teile aussehen, wenn ihr sie aus dem Ofen holt. Jetzt kommen wir ganz nah. Und schau dir mal zum Beispiel den hier an. Guck mal, ein bisschen heiß sind sie noch, aber so müssen sie nachher aussehen. So werden sie nachher richtig gut schmecken. Ich habe das Ganze jetzt hier auch noch mal ein bisschen schön angerichtet. Das Gute am Anrichteteller, es haben nicht alle drauf gepasst. Kein Problem, ich opfere mich, einer für den Koch. Hm. Richtig geil. Meine. Das ist schon echt pornös. Werdet ihr Freude dran haben zu Hause, wenn ihr das nachmacht? Macht's gerne, ihr werdet neue Freunde dadurch finden. Lasst uns einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch danach auch schmecken wird. Macht's gerne nach, kommentiert wieder, wie ihr wollt, gebt uns Rezeptideen, abonniert den Kanal, das ist ganz wichtig für uns, dann können wir das ja auch noch weitermachen. Und ansonsten, Leute, haut schön rein, lasst es euch schmecken. Ciao.